Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Kennt ihr das nicht auch? Ihr geht bei euch die Treppe runter in euren muffigen, stinkigen Mieterkeller und schaut euch um und denkt euch, damn, das ist ganz schön viel Scheiße, den ich hier im Keller habe. Und mit dieser Scheiße fragt man sich ja irgendwann, kann ich das nicht irgendwie noch zu Geld machen? Und ja, meine Freunde, es gibt einen Ort, wo bewanderte, hochkulturelle Menschen zusammenfinden. Handelsmänner mit fernen Gewürzen handeln, mit kostbaren Kleidern und verschiedensten Edelgewändern und gutem Zwirn gemeinsam der Handel seinen Lauf nimmt. Es ist eine Plattform, die dem freien Kapitalismus unterworfen ist. Ein grenzenloses Paradies für den alltäglichen Handelsmann. Meine Freunde, ich rede von eBay Kleinanzeigen. Das, was ich gerade gesagt habe, ist alles gelogen, weil auf eBay Kleinanzeigen sich meistens nur ganz besondere Menschen rumtreiben. Und wie ihr wisst, meine Freunde, ist es natürlich wieder an mir zu bewerten, was für Menschen das sind. Tobi ist netterweise wieder ins Internet gezogen und hat sich der Jause angenommen und geguckt, ob er eventuell nicht da den ein oder anderen Chatverlauf findet. Und Tobi ist fündig geworden. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gucken einfach mal rein und schauen mal, was hier so auf eBay Kleinanzeigen die letzten Tage wieder abging. Beginnen wir mit dem ersten Chat. Gehhilfe. Eine Gehhilfe, meine Freunde. Im guten Zustand. Aha. Also, ich bin mir mittlerweile einfach nicht mehr sicher, ob die Leute das bewusst machen, ob sie sagen, ich gehe bewusst hin und nehme hier eine falsche Rechtschreibung, damit ich höher gerankt werde und in irgendeinem lustigen Reddit, wie zum Beispiel, was letzte Preis lande. Oder ob die Leute tatsächlich auf eBay Kleinanzeigen alles Analphabeten sind, die nie gelernt haben, richtig zu schreiben. Eine Gehhilfe, meine Freunde, hier für einen 20er für eure Oma zu holen, kann ich maximal empfehlen. Hier vorne noch mit Ablagefläche, wenn man sich draufsetzen möchte. Tolles Teil. Bei Bauchschmerzen. Gerät ist in Ordnung und komplett. 600 würde ich mit Bauchschmerzen machen. Gruß. Kamillentee soll gut sein gegen Bauchschmerzen. Davon könnt ihr ein paar Mäutel mitbringen. Na, dann komme ich vorbei und bring den Tee mit. Und da, meine Freunde, sieht man wieder zwei hochkultivierte Handelsmänner, wie sie den Handel hier vonstatten bringen, ja. Man sieht hier auf jeden Fall, dass der eine sagt, schwierig, 600 ist meine Schmerzgrenze, ich habe Bauchschmerzen. Der andere, doch, Diggi, komm, ich bring dir Kamillentee mit, hier deine 600 Euro. Das passt, ist doch super. Ich meine, da sieht man doch einfach mal, wie kultiviert unsere Gesellschaft mittlerweile ist, oder? Nö. Hier nochmal ganz kurz ein Clip von irgendwas Unkultiviertem. Oh mein Gott. 180 Liter Aquarium Marke Juwel. Aquarium Marke Juwel mit ihnen filtern und viel Zubehör nur selbst abzuholen. Ja, an der Stelle, meine Freunde, ganz nice mit ihnen filtern. Also es sind keine Innenfilter, sondern Innenfiltern. Die müssen es von selber mit ihren Händen filtern, ja. Das Aquarium ist an sich ganz schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch die Marke Juwel, meine Freunde. Das passt auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass der Typ so dumm wie er ist, dass hier wahrscheinlich auch mit Inhalt verkauft. Da sind noch Fische und alles andere noch drin. Kann man machen, sollte man aber tunlichst von absehen. 380 Euro ist da auch für mich zu viel. Monte, was sagst du ganz kurz zu deinen Fischen? Viel Spaß bei der letzten Abfahrt, Bruder. Perfekt, es interessiert mich kein bisschen. Machen wir weiter. Hallo, bitte, ich mache auch gutes für Kaffee kalt mit Eis, bitte, will haben Code. Ja? Ist noch verfügbar. Ja, hier scheint es ein Kaffeegeschirr zu geben, ein Kaffeeset mit einer Tasse wahrscheinlich und dazu den passenden Tellern und Untersetzern. Ganz schönes Ding. Hier gibt es noch gutes Kaffee kalt mit Eis. Also an sich kann man da nicht sagen, dass man sich da irgendwie blöd fühlen sollte. Das Ding ist auch zu verschenken. Also er müsste nicht mit der anderen Person schlafen. Brauchte auch kein Kaffee kalt mit Eis dazugeben. Aber scheinbar hat er darauf Lust. Und das ist super, dass diese Plattform eBay Kleinanzeigen wirklich diese Möglichkeit gibt, diesen zwei Liebenden hier zusammenzufinden. Und obendrauf gibt es noch ein Kaffeegeschirr, meine Freunde. Das ist doch einfach nur schön, wo die Liebe mittlerweile hinfällt, oder? iPad in Klammern kaputt. Dieses iPad ist sehr Schrott. Man kann es aber per Reparatur einschicken lassen. Es hat am meisten auf dem Bildschirm sehr harte Schäden, da es vom Bett gefallen ist und sich jemand außerdem draufgelegt hat. Und leider hatte ich den lieben Trump als Hintergrund und ich kann ihn leider nicht mehr wegmachen. Deshalb möchte ich das Ding verkaufen, weil Trump ein Penner ist. Alles klar. Warum auch nicht, meine Freunde? Alter. Für 400 Euro verkauft der Typ hier ein iPad, was kaputt ist, weil sich jemand draufgesetzt hat, was vom Bett gefallen ist. Okay. Und ihr kriegt jetzt leider den Hintergrund nicht mehr geändert. Ich würde auch mein iPad verkaufen, meine Freunde, wenn ich Trump als Hintergrund habe. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Trump ist ein Penner, da hat er absolut recht. Ob das jetzt tatsächlich so notwendig ist, ich meine, man könnte auch selber zum Apple Store gehen und sagen, du, ich habe hier ein Problem, ich kann den Hintergrund nicht mehr ändern und es hat sich jemand draufgesetzt. Können wir da vielleicht das Glas tauschen lassen? Zumal es hier oben auch komplett ganz aussieht. Also, Dude, vielleicht solltest du einfach, bevor du sowas auf Kleinanzeigen steckst, einfach mal selber überlegen, ob man da nicht eventuell eine Lösung für findet. Was? Letzte Quark. Hallo, die Ente gefällt mir so sehr. Kann die sogar quaken? LG. Und dann irgendein Willhaben. Ich weiß nicht, was ein Willhaben-Code ist. Hallo, ich denke, quaken kann sie nicht. Haben sie trotzdem Interesse?
LD. Ja, ich will sie haben. Quaken kann sie ja vielleicht noch lernen. Es handelt sich hier um eine Entenfigur. Ich frage mich wirklich, Leute. Das ist jetzt no front. No front an der Stelle hier. Aber wer? Wer sagt, oh, da ist so eine Entenfigur für 2 Euro. Die würde ich mir gerne kaufen. Also kann ich mir wirklich schwierig vorstellen, dass es jemanden gibt, der sagt, ich hätte gerne eine Entenfigur. Bin ich mir relativ sicher, dass es da sehr, sehr wenig Leute gibt, die sagen, ich hätte gerne eine Entenfigur. Vor allem für 2 Euro. Und nein, es ist eine Figur. Die wird nicht quaken lernen, mein Homeboy. Ich glaube nicht, dass sich da noch irgendwas ändert. Das ist eine Figur aus Holz oder weiß ich was und die wird nicht quaken lernen. Es tut mir leid. Du verdammter Vollidiot. Darauf falle ich nicht 2-mal rein. Okay, wir machen das jetzt so wie Sascha, meine Freunde. Hey, funktioniert die PlayStation einwandfrei? Früher ja, aber ich hatte die lange nicht im Betrieb und kann es nicht 100% garantieren. Schade, aber vielen Dank. Hallo, funktioniert die PlayStation? Lieben Gruß. Hallo, ja, funktioniert. Das klingt ja super. Kann ich alles für 400 Euro haben? Ja. An der Stelle sieht man hier wieder einen super Chatverlauf von 2 Leuten. Ich glaube, dass der erste mal entweder sein eBay-Kleinanzeigen-App gelöscht hat oder komplett vergessen hat, dass er mit der Person schon mal geschrieben hat. Er hat hier erstmal abgesagt und hat sich dann am 18. Dezember nochmal zurückgemeldet und er sagt, ja, jetzt funktioniert er. Klar, kaufe ich, mache ich, perfekt. Also finde ich fair, finde ich ein tolles Angebot. An der Stelle hier, Grüße geht raus an alle Scammer da draußen. Morgen, 20 Euro? Nee, viel zu wenig. Ich weiß, aber ich habe keine viel Geld. Tut mir leide. Mir tut es auch leide. Wenn sie nicht viel Geld haben, dann sollten sie auch keins für Videospiele ausgeben. Das geht dir nicht an, du sollst ja oder nein sagen. Dann nein. Ja, perfekt. 20 Euro auf jeden Fall. Was ist ein Willhaben-Code? Kann mich jemand ganz kurz aufklären, was Willhaben ist, Leute? Ich bin gerade überfordert. Jetzt hier nochmal auf jeden Fall, was letzte Armut. An der Stelle nochmal der Lebenshinweis. Bro, wenn du nicht viel Geld hast, sollst du nicht für Videospiele ausgeben. Das geht dir nichts an. Du sollst ja oder nein sagen. Ja, dann nein. Perfekt. Schön, dass er ihm geholfen hat und sein Geld nicht für ein Videospiel ausgegeben hat. Moin, biete 150 Euro inklusive Versand an. 185 Euro inklusive per PayPal. Aber ein paar Bilder mehr zu tun, speziell von den Abnutzungen. Moin, Julian. Ich biete gerne inklusive Versand nach Berlin. 220 Euro an per PayPal. Okay, also da hat sich jetzt jemand einfach mal selber hochgehandelt. Also es ist halt auch eine Taktik, einfach nicht zu antworten und warten, bis derjenige sich immer wieder selber überbietet. Da auf jeden Fall wieder der Handelsmann an der Stelle. Julian, ich würde hier ganz doll zuschlagen. Vielleicht wartest du noch einen Monat. Der Typ handelt sich auf 10.000 Euro hoch für ein Produkt, was maximal einen Zehner kostet. Ein ruhiges und friedliches Weihnachtsgeschäft. Ich wünsche allen E-Bayern und meinen Folgern und Merkern. Was wünsche ich allen E-Bayern und Folgern und Merkern? Ja, hier gibt's ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest. Für 0 Euro kann man eigentlich nur mitnehmen. Bei der Beschreibung würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Aber warum nicht? Kann man sich eigentlich mal drauf bewerben, oder? Baby, guter Zustand. Guter Zustand. Hier gibt's einen Stuhl zu kaufen. Das Baby ist jetzt da nicht drin. Ich weiß nicht. Also für einen Zehner würde ich mir das Baby auf jeden Fall reingönnen. No front an der Stelle an Yo Olli. Ja, ich weiß nicht. Da ist jetzt kein Kind drin. Wo ist denn jetzt das? Ich glaube, es geht um einen Babystuhl. Da hätte man auch Stuhl dazu schreiben sollen. Nicht, wenn man jetzt da eine Anzeige wegen Betrug bekommt, weil man eigentlich ein Kind verkaufen wollte. Und dann packt man das Paket aus. Es ist nur ein blöder Babystuhl drin. Und ganz ehrlich, wenn man ein Baby für einen Zehner kaufen möchte, hier ist auf jeden Fall eure Möglichkeit. Hallo, ist seine Batterie gut? Ich kann das Gerät mir heute Abend laufen lassen, gebe dann Bescheid, wie lange der Akku noch hält. Okay, ich warte auf Neuigkeiten von dir. Ich bin schon mal repariert worden. Perfekt. Ja, das Klevo Gaming Notebook von XMG gibt's hier an der Stelle zu kaufen. Und der Kaufinteressent ist hier schon mehrfach repariert worden. Das merkt man tatsächlich auch. Hallo, ist deine Batterie gut? Nein, die Batterie ist scheiße. Leute, gibt es... eBay Kleinanzeigen ist ja sowas wie eine Art Flohmarkt. Gibt es auf dem Flohmarkt genauso viele Vollidioten wie auf eBay Kleinanzeigen? Das würde ich an der Stelle einfach mal gerne wissen. Fahrrad mit Nabendynamo, 26 Zoll, gute Mantel und... gut, ich glaube, da hat jemand die falschen Bilder ausgewählt. Es handelt sich hier um eine Gitarre. Das ist auf jeden Fall kein Fahrrad. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Bro. Muss auch ganz ehrlich sagen, wie geht man in dem Fall vor? Ich meine, wenn ich das jetzt bestelle, ja, ich bestelle das jetzt einfach und ich bekomme das für 59 Euro zugeschickt und in dem Paket ist ein Fahrrad drin. Beschwere ich mich dann oder bin glücklich? Oder wenn in dem Paket die Gitarre drin ist, beschwere ich mich dann oder bin ich glücklich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich würde es mir bestellen und mich dann einfach beschweren, dass, Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich bin überfordert. Kann mir jemand helfen? Ich habe ein Wirtschaftsabitur. Internet Tower von der Marke Dell. Marke Dell funktioniert, fehlt nur Festplatte und das Stromkabel, sonst funktioniert alles. Ja, der Internet Tower. Es ist kein Computer, es ist kein Tower-PC, es ist der Internet Tower. Der große Internet Tower von Marke Dell. Auch ein echt Top-Gaming-Rechner, meine Freunde. Da mein PC ja mittlerweile immer wieder Ausfälle hat, Shoutout an der Stelle. Würde ich sagen, lege ich mir das Ding einfach mal für 30 Euro hier zu. Das kann man auf jeden Fall machen. Finde ich extrem nice. Fehlt zwar nur die Festplatte und das Stromkabel, sonst funktioniert alles. Da bin ich mir sicher, dass das der Fall ist. Was letzte Umweltsituation? Hallo, können Sie das Spiel auch versendet werden? Hätte Interesse. Aufgrund der derzeitigen Umweltsituation versende ich nicht.
Perfekt, passt. Warum nicht? Also, ich meine, es ist halt ein Game. Es ist halt ein Spiel. Wenn du jetzt 300 Kilometer weit weg wohnst, dann ist es, glaube ich, nicht so sinnig, da jetzt hinzufahren mit dem Auto. Aber klar, passt. Wenn ich, ey, ich komme einfach aus dem Nachbarort gefahren mit meinem 400 PS AMG und hole mir das Spiel persönlich ab. Genau das macht Sinn. Genau so. Aufgrund der derzeitigen Umsätze, ihr wisst Bescheid. Ich nehme gerade auf. Warte ganz kurz. Ich mache gerade ein Video. Was? 14 Uhr? Ja. Nein, 14:30 Uhr. 14 Uhr. Oh, lol.